Ich freue mich, dass ich heute einen Gast hier begrüßen kann, den Sie alle kennen. Den brauche ich nicht sehr vorstellen. Heinz Meyer, wunderbar, dass Sie da sind. Danke. Sie kennen ihn alle als solide Stimme des Rechts, aber auch als entschiedene Stimme des Rechtsstaats aus den fachlichen, aber auch aus den populären Medien. Kommt an Heinz Meyer nicht vorbei oder kam auch nicht vorbei in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Er ist Jurist, Verfassungsjurist, Verwaltungsrechtler und er war Professor an der Universität Wien und jahrelang auch Dekan der juridischen Fakultät. Bis 2014 haben wir gerade besprochen, da wurde er emeritiert. Ich habe exmatrikuliert gesagt, aber das war ein Fehler. Klingt entschieden besser. Die Gefahr ist nicht mehr so groß. Wunderbar, dass Sie hier bereit waren, mit mir dieses Gespräch zu führen. Wir werden ca. 50 Minuten sprechen. Und die Veranstaltung heißt heute Rechtsstaat in Gefahr. Da fällt uns viel ein. Wir haben eine Regierung, die sozusagen in juristischen Kalamitäten ist und da auch ein bisschen mit Kampagne reagiert dazu. Wir haben das Gefühl, dass durch Polarisierung die Checks and Balances in der Demokratie überhaupt durcheinander kommen. Wir haben das Gefühl, dass es so etwas wie eine illiberale Demokratie gibt und auch bei uns Gefahren bestehen. Was ist der liberale demokratische Rechtsstaat überhaupt? Das sind ja alles große Fragen. Also fange ich schon mal damit an, ist der Rechtsstaat in Gefahr oder sind wir da ein bisschen zu alarmistisch? Also nicht unmittelbar. Wir müssen nicht Angst haben, dass wir morgen in Ungarn aufwachen. Aber es ist einiges ins Rutschen gekommen. Beginnt vielleicht mit Franz Fischler, der in einem sehenswerten Video, das auf YouTube gesehen werden kann, heißt der Türkise Weg, gesagt, das gab es noch nie, dass eine Regierungsmannschaft so in so einem Ausmaß mit der Staatsanwaltschaft und mit Gerichten konfrontiert ist. Das hat es noch nie gegeben und er hat das als höchst bedenklich bezeichnet. Und eine Oberstaatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ihren Job richtig hingeschmissen hat, hat gesagt, sie hat sich eigentlich nie vorstellen können, dass sie das erlebt, was sie in den letzten 3 Jahren als Anklägerin erlebt hat. Sie hat ermittelt, sie hat das gemacht, wozu die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft da ist, in politisch heiklen Fällen ermittelt, hat das Verfahren versucht fortzuführen, wurde schikaniert, wurde bedroht mit Disziplinaranzeigen und hat irgendwann einmal gesagt, sie liebt den Beruf des Staatsanwalts, aber das geht nicht mehr. Wer schikaniert da, wer bedroht dann in so einem Fall? Im konkreten Fall wurde sie schikaniert von ihrer Oberbehörde. Und zwei Namen, Pinochet und Fuchs, aber es waren andere auch natürlich, aber die zwei, die waren halt federführend bei dem Ganzen. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass wir nicht nur ein Korruptionsproblem haben, das haben alle Staaten in gewissem Maß. Es wird kaum Staaten geben, wo es gar keine Korruption geht, aber das ist nicht das Problem für den Rechtsstaat, das hält der Rechtsstaat aus. Was aber nicht aushält, ist, wenn es eine strukturelle Korruption gibt, das heißt, wenn die staatlichen Institutionen, statt dass sie Korruption bekämpfen, die Bekämpfung verhindern. Und an dem Punkt sind wir. Und ich erinnere daran, diese Chat-Nachrichten, diese Unzähligen, die da bekannt geworden sind, da gibt es eine Konversation zwischen einem ehemaligen Justizminister und Verfassungsrichter Brandstätter mit Pilnercheck, wo sie sich überlegen, wie sie die WKStA unter Druck setzen können, indem sie sie mit Anzeigen, mit Strafanzeigen zudecken. Und das ist jetzt schon eine mafiose Struktur. Also wenn die Oberbehörde versucht, die Ermittler mit Strafanzeigen zu verfolgen, dann wird es wirklich schlimm. Das Gleiche spielt sich auf Ebene der Medien ab. Medien, die nicht botmäßig berichten,
noch sehr kritisch berichten, werden mit Klagen bedroht, zum Teil wird auch geklagt, das Buch von Kurz soll eingezogen werden. Also von Pilz über Kurz. Pilz, ja. Pilz über das Regime Kurz. Ja. Ja. Also, und ich habe selbst immer wieder mit Journalisten gesprochen und bei Interviews sagen die immer, ich muss mir das noch einmal genau anschauen, weil wir wollen nicht gelockt werden. Das habe ich vorher nie gehört. Also das war kein Thema, dass Zeitungsjournalisten gesagt haben, wir müssen aufpassen, sonst werden wir geklagt. Und es muss ja nichts rauskommen bei diesen Klagen, aber das ist unangenehm für ein kleines Medium überhaupt. Ist mit Kosten verbunden, ist keine Frage. Und vor allem mit Ungewissheit. Man weiß ja nie, wie ein Gericht dann entscheidet. Man kann hoffen, dass das gut ausgeht, aber es kann natürlich auch schlecht ausgehen, einmal im Einzelfall. Und dann kann es sehr teuer werden. Das waren jetzt schon eine Reihe von Dingen. Ich muss halt ein bisschen eine andere Rolle einnehmen, als ich es normal einnehmen würde, nämlich sozusagen quasi versuchen, die Regierung zu verteidigen, weil schließlich muss ich ja das Pendant im Gespräch sein. Viele würden ja jetzt dann natürlich sagen, ja, sie haben schon recht, auf der anderen Seite wird übersehen, dass Pilnercheck und so zum Beispiel aufgeflogen sind. Also vielleicht wurde ja vorher schon versucht, Staatsanwaltschaften an den Ermittlungen zu behindern oder sozusagen üble Sachen ausgeheckt. Jetzt sind sie aufgeflogen. Das ist ja eigentlich ein Hinweis darauf, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Warum sind sie aufgeflogen? Weil es jetzt eine Justizministerin gibt, die keinen Druck ausübt und die nicht zugänglich ist für diese Dinge. Sicher hat es das gegeben, dieses Bremsen der Justiz. Wenn man allein denkt an den Eurofighter-Prozess oder an das Eurofighter-Verfahren. Ja. Ich war 2007, glaube ich, war das im U-Ausschuss, Eurofighter-U-Ausschuss, ein Gutachter. Da ging es um die Frage, ob man vom Vertrag zurücktreten kann. Und damals war mit Händen zu greifen, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir haben zwar den rauchenden Revolver nicht gefunden, aber das war schon relativ deutlich. Und dann haben amerikanische und deutsche Gerichte herausgearbeitet, dass Schmiergeldzahlungen von 40 bis 150 Millionen Euro, wenn ich das richtig sehe, in Österreich geflossen sind. Und Eurofighter hat auch Buße bezahlt in Amerika und in Deutschland dafür. Das hat nur die natürlich nicht weiter interessiert, weil das nicht in USA und nicht in Deutschland passiert ist. Und bei uns hat das Verfahren ein Staatsanwalt geführt, neben seinen normalen Agenten. Und wenn man sich den Eurofighter, also ich kenne nur einen Teil der Eurofighter-Akten, aber dieser Teil hat gezeigt, dass das derart komplex ist, dass das, also wer da nur einen Staatsanwalt ansetzt, der will das verhindern, dass das aufgeklärt wird. Das sage ich mal ganz frank und frei. Und das hat man offenbar bewusst gemacht. Kann man nicht vorstellen, dass kein Justizminister gewusst hat, was da los ist. Also da gab es offenbar einen breiten Konsens, wahrscheinlich auch auf politischer Ebene, dass man das klein hält. Mir ist nicht bekannt, dass da Druck ausgeübt wurde oder dass Staatsanwälte bedroht wurden. Das glaube ich, das hat man elegant gemacht, indem man einfach den einen Staatsanwalt werken hat lassen. Und der hat irgendwann einmal gesagt, das hat keinen Sinn. Das ist ein Fall, der grenzüberschreitende Bezüge hat. Wie sollte er das aus Wien allein machen? Das geht nicht. Auf der anderen Seite, das sind ja jetzt alles Dinge, die sich mehr oder weniger dann im Verborgenen abspielen und die so ein bisschen hinterherum sind. Auf der anderen Seite erleben wir jetzt etwas, was wir bisher in der Form jedenfalls nicht hatten, nämlich dass die Regierung auch permanent gegen die Justiz schießt und die versucht zu diskreditieren, sie ja ins parteiliche Eck rückt, sodass es dann plötzlich nicht mehr die Justiz ist, sondern eigentlich so wie die einen haben die Meinung, die anderen haben die andere Meinung und die Meinung der Justiz ist auch nur eine Meinung unter vielen. Also, dass das so ins parteiliche Eck gerückt wird, ist das eine Gefahr für das rechtsstaatliche System? Also ich erinnere daran, als die Ermittlungen von Kurz bekannt wurden, haben sich die ÖVP-Landeshauptleute vor die Kameras gestellt und haben gesagt, wir lassen uns unseren tüchtigen jungen Kanzler nicht von der linken Opposition herausschießen. Ja. Was sagen sie damit? Ja. Die Neos sind links, weil die haben ihn angezeigt. Und die WKStA ist auch links.
Also die besorgt das Geschäft der Opposition, das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Das ist der Vorwurf des Gartenamtsmissbrauchs. Und daher, glaube ich, kann man nicht unterscheiden zwischen den Türkisen, der neuen Volkspartei und den Schwarzen, sondern das ist die Volkspartei. Solange sich die nicht distanzieren von dem und dann auch schaut es nicht aus, dann ist das die Volkspartei. Und die Gefahr ist, dass das wirklich die ganze Partei wird. Mhm. Je länger die Türkisen schon mal, die Wahlen gewinnen, mit deutlichem Abstand, desto unwahrscheinlicher ist, dass der innerparteilich einen Aufstand gibt. Also ich kenne ja selbst die Freunde in der ÖVP und da sind ja manche, die sind ja dem Kurz dankbar, die würden ihm ja fast die Hände küssen vor lauter Begeisterung, dass er den Kanzler wieder zurückgeholt hat. Das ist aber jetzt auch kein Wunder. Ich meine, das kann man Ihnen nicht vorwerfen, dass der Erfolg eine Freude macht. Man muss nur auch den Preis bedenken, denn das Ganze hat nämlich nicht nur für das politische System jetzt, sondern auch in Folge. Vieles von dem, was jetzt passiert, was absolut nicht in Ordnung ist, wird vielleicht nachher mal finden, einmal wenn eine andere Regierung am Werk ist. Die werden sich sagen, ist damals gegangen, wird es jetzt auch gehen. Ist der Schlagen des Diskreditieren. Das Diskreditieren. Schlag, Diskreditieren ist dann schon mehr. Ne? Und das ist mehr. Und das ist der Punkt. Ja. Also Verfahren. Außerdem nur, weil es früher auch schon gegeben hat, war es ja auch nicht gut. Nein, natürlich nicht. Ja. Aber der Walter Geier zum Beispiel erzählt, der war ja lange Zeit Leiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Er hat das in seiner gesamten Zeit nicht erlebt, dass auf ihn Druck ausgeübt wurde. Das hat es nicht gegeben. Aus welchem Grund auch immer, aber weiß ich nicht. Das waren sozialdemokratische und unabhängige Justizminister, de facto ÖVP-Minister, die unabhängig waren. Und am Pilnercheck hat es immer schon gegeben. Ja, wobei der Pilnercheck wurde gefördert, angeblich vom Roland Miklau. Weil der Meinung war, der ist so ein hervorragender Jurist und das ist er. Das ist überhaupt keine Frage, dass er das ist. Ich kenne ihn seit ca. 20 Jahren und ich habe eigentlich immer mit ihm eine gute Gesprächsbasis gehabt. Der war ja durchaus ein umgänglicher Mensch, guter Gesprächspartner. Man hat auch streiten können mit ihm, aber was sich im Hintergrund abgespielt hat, hätte ich mir zum Beispiel nie gedacht, dass er solche Mails wie mit dem Brandstätter, das ist... Ja. Sind Sie eigentlich, also ich, wenn man die Tweets von Florian Klenk verfolgt, der offensichtlich den Pilnercheck auch ein bisschen kennt, hatte man den Eindruck, der war sich sicher, der hat sowas nie gemacht und wie er draufgekommen ist, der hat sowas gemacht, war er sehr enttäuscht von ihm. Würden Sie das auch so sich sagen? Ja, auch Brandstätter. Ja. Ich habe beide, Brandstätter kenne ich noch viel länger, den habe ich eigentlich immer für einen sehr ausgleichenden Menschen gehalten, aber der doch Respekt hat vor der Rechtsordnung und solche Dinge nicht macht. Und beim Pilnercheck war ich auch der Meinung, schon gewusst, der ist eher rechts, aber er ist ein loyaler Beamter und ein guter Jurist und er würde es nicht dazu hergeben, solche Dinge zu treiben. Jetzt haben wir ja schon über diese Diskreditierungsversuche. Diskreditierung ist das eine, Kritik ist das andere. Ist es vielleicht auch ein Grenzgang? Die Regierungsvertreter, die ÖVP-Vertreter würden jetzt sagen, ja, man muss aber auch die Staatsanwaltschaft und Gerichte kritisieren dürfen. Und das darf man ja. Ich meine, ich habe auch schon oft genug Gerichte kritisiert. Ich erinnere mich an das Verfahren, an so haarsträubende Verfahren wie gegen die Tierschützer in Wiener Neustadt oder so, wo da irgendwie Leute wegen diesem oder jenem, aber jedenfalls wie Terroristen behandelt wurden und über Monate, fast ein Jahr mit einem Prozess quasi fertig gemacht worden sind. Es gibt auch in Deutschland die Situation, vorige Woche oder vor zwei Wochen die Situation, dass ein Oldenburger Gericht im Finanzministerium eine Woche vor der Wahl eine Hausdurchsuchung gemacht hat, wo auch viele kritisiert haben, dass das ein politischer Akt ist. Bis wohin darf man kritisieren und bis ab wann wird es eine politisch-parteiliche Attacke, die nicht in Ordnung ist, gegen eine unabhängige Justiz? Also sowohl Gerichte wie auch Staatsanwaltschaften sind an das Gesetz gebunden und haben das Gesetz zu vollziehen. Und daher ist jede Kritik gerechtfertigt, die am Maßstab des Gesetzes ansetzt. Ich kann einem Gericht vorwerfen, dass es falsch entschieden hat, rechtlich falsch.
wenn ich das begründen kann. Und nicht nur hinrotzen und sagen, das ist ein Fehlurteil, sondern auch begründen, warum das falsch ist. Meiner Meinung nach. Und die Meinung kann jeder haben natürlich. Und genauso bei den Staatsanwaltschaften. Was aber hier passiert ist, war ja etwas anderes. Da wurde ja vor im Hintergrund einmal bekannt, dass die WKStA im ÖVP-Umfeld, in der Nähe des Kanzlers, sage ich jetzt einmal, ermittelt. Und da hat es kurz in einem Hintergrundgespräch von den roten Netzwerken gesprochen. Was ja deshalb schon eher seltsam ist, weil die Staatsanwälte, die bei der WKStA sind, sind von ganz wenigen Ausnahmen von schwarzen Ministern ernannt worden. Also, dass die schwarzen Minister dort ein rotes Netzwerk einrichten, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber das ist das Gefährliche, das bleibt hängen. Ich habe zum Beispiel einen Nachbarn, war einmal Manager in der Verstaatlichten, ein Techniker, da hat einmal bei so einer Gelegenheit gesagt, ich glaube bei der Hausdurchsuchung von Blümel, bin so getroffen in der Nachbarschaft und so gesagt, na, was sagen Sie dazu? Hat er gesagt, wissen Sie, ich finde das ganz okay. Jetzt sind die Türkisen am Ruder, die regieren und die rote Staatsanwaltschaft kontrolliert. Ich habe gesagt, wie kommen Sie darauf, dass die Staatsanwaltschaft rot ist? Und ich habe gesagt, naja, ist ja angeblich so. Ne? Also der hat offenbar Kurier gelesen und den Kurz zugehört und das bleibt hängen. Und die Gefahr ist ja, dass man diese Institution delegitimiert. Das heißt, dass die in der Bevölkerung nicht mehr den Respekt und das Vertrauen genießt, das sie braucht für ihre Aufgabe. Und das ist auch bei Gerichten so. Wenn man das oft genug wiederholt, das ist eine linke Opposition und die betreiben das Geschäft der Opposition und das ist ein rotes Netzwerk. Es gibt ja viele eher, wie soll ich sagen, vorsichtig, wenig kritikfähige, kritikbereite Menschen. Die lesen halt ihre Zeitung am Rand ein bisschen, kümmern sich nicht sehr darum, hören das immer wieder und irgendwann einmal inhalieren die das halt so als Wahrheit. Und das ist verheerendes Signal. Ein verheerendes Signal. Das ist aber natürlich grundsätzlich der Zug der Zeit, dass man eigentlich jeden Blödsinn behaupten kann. Man behauptet ihn so lang, bis, sie nennen es, was hängen bleibt, also bis die Leute glauben, oder es müssen gar nicht die Leute glauben, es reicht, wenn es eine ausreichende Anzahl von Menschen glaubt. Also dass tatsächlich dass Wahrheit kein Kriterium mehr ist, sondern nur mehr, man schafft sich kommunikativ eine Fake-Reality. Das haben wir eigentlich in vielen Bereichen, jetzt gehe ich jetzt quasi aus dem Juristischen heraus, sondern es ist ja eigentlich wirklich ein Zug der Zeit. Lies nach bei Hannah Arendt, nicht? Wahrheit und Lüge in der Politik. Ja. Ja. So beginnt es, dass man Wahrheiten als Meinungen deklariert und Meinungen kann man ja verschiedene haben. Und bis hin zu der Methode von Trump, offenkundige Wahrheiten schlicht umzudeuten. Ja, die New York Times hat, glaube ich, mehr ganze Seiten mit seinen Lügen gehabt. Ich glaube, es ist eine die Seite zu kurz geklein geworden. Nur mit einer Öffentlichkeit, die wenig juristische Bildung hat, würde ich mal sagen, oder auch politische Bildung, wenig Interesse an Politik, kann es gefährlich werden. Also ich halte das wirklich für ganz schlimm. Das geht ja jetzt sozusagen aus dem Kern, wenn wir jetzt uns von dem Kern der Rechtsstaatlichkeit und von Ermittlungen so entfernen, zu anderen Dingen, die natürlich auch gesetzlich geregelt sind, nämlich was ist unsere Demokratie, was sind die Checks and Balances, was ist das Parlament, was ist die Regierung, was sind deren Aufgaben. Das hat ja da macht es der Kurz ja dann genauso. Er sagt, das Parlament hat entschieden, das Volk wird, also das Parlament hat abgestimmt, das Volk wird entscheiden. Ich meine, das ist ja sozusagen fast in Reinkultur gewissermaßen plebiszitär, autoritär. Haben Sie eine Kritik gelesen in den Medien? Bitte? Haben Sie Kritik gelesen in den Medien? Haben die Mainstream-Medien oder die Qualitätszeitungen das aufgegriffen? Ich habe das nicht gehört. Gut, also es haben schon ein paar drauf. Es hat einige gegeben, die das gesagt haben, ja, das ist die Sprache des Bürgerblocks gewesen. Mhm. Genau die. Ja. Ins Parlament, um es zu zerstören. Ne? Ja. Und das hat begonnen beim Untersuchungsausschuss,
wo man ja wirklich versucht, die politische Debatte zu zerstören durch solche Attacken, die man da reitet. Und ich sehe schon, dass jemand, der an sich nicht sehr politikaffin ist und das Ganze liest und sieht und denkt sich, um Gottes Willen, was soll das? Was soll dieser Kasperltheater? Und ich habe selbst eine gute Bekannte, die weit davon entfernt ist, als Kurzanhängerin zu gelten, aber die hat bei diesen Audiovernehmungen von Kurz im Untersuchungsausschuss, die Staatsanwaltschaft sichergestellt hat, weil er immer gesagt hat, es wurde ihm das Wort im Mund umgedreht und darum hat er sich vielleicht einmal versprochen und so. Ich habe mir die angehört, das waren völlig nüchterne, sachliche Vernehmungen. Nicht freundlich, wirklich nicht, sondern ernst und vielleicht manchmal ein bisschen scharf. Und eine gute Bekannte, die gesagt hat, das ist ein Ton, das ist ein unglaublicher Ton, sowas hat im Parlament nicht zu passieren, so redet man nicht. Du würdest mit niemandem so reden, wenn du dort sitzen würdest. Ich habe gesagt, oh ja, noch 4 Stunden oder 5 Stunden zu einer Einvernahme, wo man gefrotzelt wird die ganze Zeit. Also, ich habe vergessen, ich habe keinen Laptop, glaube ich. Das war alles mit dem Handy. Ja. Und so hat das so Sachen, was einfach offensichtlich gelogen wird. Ja. Und man verhöhnt wird als Fragesteller. Dann auch noch vom Präsidenten. Da muss ich sagen, habe ich ein gewisses Verständnis, wenn die guten Manieren kurzfristig einmal beiseite gelegt werden. Die Kurzregierung hatte ja auch den Vorteil, dass, also den, sozusagen das Privileg, dass man an vielen Stellen über sich sagen kann, das erste Mal, das erste Mal, das erste Mal, das erste Mal. Das erste Mal musste der Verfassungsgerichtshof den exekutieren. Das erste Mal musste ein Bundespräsident dann diese Exekution durchführen, was die überhaupt liefern. Also das ist ja schon ein bisschen mehr sozusagen als diese Diskreditierungsstrategie, die wahrscheinlich an vielen Stellen vielleicht auch Politiker, die sozusagen im Eck stehen, schon gewählt haben. Das ist ja de facto auch, das ist ja sozusagen Rechtsbruch am Ende, der nur nicht sehr zählt, weil es offensichtlich keine Strafe dafür gibt. Also die Attacken gegen das Parlament haben wir massiv in dem Zeitpunkt eingesetzt, dass sich die Untersuchung gegen die Türkisen gerichtet hat. Und das war ja zum Teil wirklich schlimm. Das ist ja dann gar bis zur Bezeichnung des Untersuchungsausschusses als Löwener Bühne. Also wenn Abgeordnete oder Spitzenpolitiker das Parlament als Löwener Bühne bezeichnen, dann stimmt irgendwas nicht in den Relationen. Dann ist irgendwas schiefgeraten. Die Einvernahme des Bundeskanzlers jetzt bald, also sozusagen durch den... noch den Verfassungsgericht zu verwenden. Das hat es auch noch nie gegeben. Und Martin Kreutner, mit dem ich vor einigen Wochen darüber gesprochen habe, hat gesagt, hast du dir jemals überlegt, was wäre gewesen, wenn der Finanzminister die Akten auch dem Richter nicht gegeben hätte? Was hätte dann der Bundespräsident gemacht? Resigniert? Oder die Kobra geschickt? Oder das Bundesheer? Kobra untersteht dem Innenminister, Bundesheer untersteht der Verteidigungsministerin. Also was bleibt noch? Und das ist der Punkt. Wenn solche Sprüche des Verfassungsgerichtshofes nicht mehr durchsetzbar sind, dann hört sich der Rechtsstaat mit Sicherheit auf. Ja, sowieso. Es ist nicht der Rechtsbruch der Schlimme, sondern dass der Rechtsbruch nicht geahndet wird und geahndet werden kann. Das ist das Schlimme. Und da waren wir knapp dran. Ja. Aber was wir auch erlebt haben, ist, dass sozusagen ein Finanzminister das nicht getan hat, bevor er exekutiert wird. Dann hat er es geliefert, Gott sei Dank. Das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch was, wo man sagt, so weit darf es eigentlich nicht kommen müssen in einer... So ist in es. Einem vernünftigen. Und da wird immer das Beispiel die Ortstafeln von Haider ins Treffen geführt. Nur diese Ortstafelerkenntnisse waren nicht exekutierbar. Das waren sogenannte Rechtsgestaltungsentscheidungen. Das heißt, die Verordnung war aufgehoben und daher war die Rechtsgrundlage für diese Ortstafel weg. Und das, was die nicht gemacht haben, sich ans Gesetz halten in der Folge. Und
da hätte man meines Erachtens überlegen müssen, ob das nicht ein Amtsmissbrauch ist zumindest. Ist auch nicht passiert, aus Gründen, die ich nicht beurteilen kann, aber das ist halt nicht passiert. Es gibt ja viele solche Bereiche in unserer Rechtsordnung, wo Dinge zwar verboten sind, aber eigentlich nichts passiert. Also Sie haben es jetzt gerade angesprochen, wir haben das ja auch gesehen, wir haben zwar die Ordnung, dass es eine Obergrenze bei den Wahlausgaben gibt, wenn eine Partei das Doppelte ausgibt und das um 6 Millionen überzieht, passiert ja eigentlich nichts Relevantes. Sarkozy geht ins Gefängnis dafür. Genau, ja, eben. Also das heißt, das wären so, wenn man jetzt über Stellschrauben redet, worüber, wo man was verändern müsste, jetzt auch über diesen dunklen türkise Zeit hinaus, dann wären das ja auch Dinge in das die Richtung, wo man denken muss. Das oder? Weiß man schon lang, dass man da was tun müsste. Man weiß auch, was man tun müsste. Ich habe nur den Verdacht, dass abgesehen von den kleinen Parteien, keiner Interesse hat, das zu tun. Weil sie alle denken, hätte ich einmal einen großen Spender, dann würde ich es auch gern nehmen. Und daher sind wir nicht so. Oder diese ganze Inseratenkorruption, dass man sich Medienberichterstattung kaufen kann. Durch öffentliche Mittel oder so, durch Parteimittel, okay. Aber durch öffentliche Mittel, neben einer Parteienförderung. Also das ist etwas, was das verstehe ich nach wie vor nicht. Ich muss sagen, wenn ich darüber rede, kommt in mir der Zorn hoch. Und ich habe mich immer sehr gefreut, dass ich mich sehr mit einem Gespräch mit einer deutschen Journalistin in einem Wirbel zu reden begonnen habe. Und ich verstehe das auch nicht. Ich gebe Ihnen völlig recht. Bei uns hat man das einmal probiert auf Landesebene, aber das war relativ schnell vorbei. Was jetzt? Das Minister oder Ministerien freihändig? Dass man freihändig in der Schalte, in der Bauernbundzeitung oder was weiß ich, irgendwo um zigtausend Euro und der Gegenwert ist minimal oder gar nicht vorhanden. Und ganz gezielt, bestimmte Medien kriegen keine Inserate, denn dann werden sie gestrichen und andere kriegen sie zuhauf. Wobei ich mich überhaupt frage, warum ein Minister Inserate schalten muss. Jeder Journalist ist froh, wenn die eine Pressekonferenz machen und dort etwas transportieren, über das man schreiben kann. Also wozu man dann noch Plakate und Bilder und Inserate in den Medien abdrucken muss, weiß ich nicht. Gut, da kann man sagen, man hat irgendwelche bestimmte Regierungsaufgaben oder Ministeriumsaufgaben, die wollen wir an die gesamte Bevölkerung bringen. Das ist mit einer Pressekonferenz nicht getan. Also schalte die 100 Inserate, wo drinnen steht, Impfzeug. Ja, das ist argumentierbar. Ja, aber da wäre mein Vorschlag, und das haben schon andere vor mir gemacht, die Parteienförderung kräftig erhöhen. Die Presseförderung kräftig erhöhen, weil die steht ja im Vergleich zu den Inseratenausgaben in keiner Relation. Dafür Inserate verbieten. Die Medien müssen aber, wenn das einmal im öffentlichen Interesse notwendig ist, dann müssen sie eine Seite zur Verfügung stellen. Sonst. Das wäre, glaube ich, ein Weg, den man andenken könnte. Jetzt ist ja das alles, worüber wir jetzt reden, nicht nur eingebettet in die österreichische politische Situation, sondern die österreichische politische Situation ist ja auch ein bisschen eingebettet in eine schiefe Ebene, die wir global beobachten können. Ja, sozusagen einen Hang hin zu sozusagen so einer plebiszitären, autoritären Sprache. Trump oder auch alle anderen Populisten, die quasi sozusagen darstellen, ich bin eure Stimme, es gibt sozusagen das Volk, das ist gebändigt von irgendwelchen Eliten oder vielleicht auch durch die Institutionen, die in sich vermorscht und verrottet sind. Und dann kommt einer daher und sagt, ich bin eure Stimme. Seltsame Art und Weise, weil es eigentlich eine demokratische Sprache ist. Es ist eine Sprache, die Meinung der Mehrheit, der muss irgendwie zum Durchbruch geholfen werden. Und in Wirklichkeit wird damit Autoritarismus betrieben. Und das haben wir ja hier damit auch. Naja, ein Beispiel, als die Ermittlungen gegen Kurz bekannt wurden und er da in dem ZIP2-Studio gesessen ist beim Armin Wolf, hat er irgendwann einmal gesagt, aber was wollen Sie denn? Mein Team und ich, wir wurden zweimal vom Volk gewählt. Das zeigte schon die Geisteshaltung, die da dahinter steckt. Erstens ist es nicht wahr, 2/3 haben ihn nicht gewählt und 1/3 hat ihn gewählt. Und zweitens, was soll das heißen? Das Volk hat mich gewählt. Bin ich nicht verantwortlich? Und ich, also das zeigt ja schon,
das hängt auch zusammen mit dem Personenkult, den man da treibt in der Partei. Man pflegt das Image des Auserwählten und des Erleuchteten und der nähert das noch, indem man sagt, was kann ich strafrechtlich verantwortlich sein, wenn das Volk mich wählt. Diese Art von Rhetorik, aber auch darüber hinaus, das sozusagen dauernd Trommeln zu Themen, die zwar viel Wirbel machen, aber eigentlich nicht relevant sind, haben Sie mal genannt. Das erinnert Sie an das Konzept von Postdemokratie von Colin Crouch. Ja, ja, natürlich. Das ist leider eine Entwicklung, die halt viele Parteien nehmen, dass sie Probleme erfinden und sich dann als Problemlöser aufspielen und dabei aber eine Spaltung der Bevölkerung herbeiführen. Ja, das ist so. Und das ist ja bei den Türkisen ganz, ganz deutlich sichtbar. Die haben ja immer einen Feind. Sie, wenn man sich erinnert, wie das Türkis-Blau begonnen hat, hat sich der Kanzler ins Fernsehen gestellt und war eine der ersten Maßnahmen, dass sie die Notstandshilfe und so weiter radikal umgestalten und hat von den Langzeitarbeitslosen, von den Durchschimmlern gesprochen. Ja, das ist ja der dreist und ich würde sagen auch respektlos für Menschen. Ich kenne zufällig einige Langzeitarbeitslose, die sind nicht begeistert, dass sie arbeitslos sind. Und die fühlen sich nicht als Durchschummler, sondern als Versager mit allen Konsequenzen, die das hat. Jetzt will ich gar nicht abstreiten, dass es Durchschummler gibt unter den Langzeitarbeitslosen. Wird schon geben. So wie es halt bei den Unternehmern auch Steuerhinterzieher gibt und Förderungsmissbräuche und so weiter. Das wird es alles geben. Aber dass man sich hinstellt und als Bundeskanzler Langzeitarbeitslose pauschal als Durchschummler bezeichnet, also das ist... Wir vor allem auch Wiener, aber wir stehen ja nie auf. Ne? Die Wiener stehen nicht auf, ja. Nur die Kinder. Ja, aber das setzt sich ja auch fort auf europäischer Ebene. Nicht? Sie sagen ja ständig, Sie sind eine pro-europäische Partei, aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit sagen Sie, na, wir sind besser als die EU. Das war beim grünen Impfpass zuletzt, wenn ich das jetzt richtig erinnere, war das Letzte, was geheißen hat, wir werden den grünen Impfpass vorher haben. Wir werden ihn noch im Juni haben oder haben wir eh nicht gehabt, aber wir warten nicht auf die EU, die ist so langsam. Wir werden den Sputnik-Impfstoff importieren. Wo bleibt der eigentlich? Nächste Woche ist der Vertrag unterschriftsreif und mit dem russischen Botschafter schon vereinbart, wann die ersten Lieferungen kommen. Dann der Impfstoff-Bazar. Dann hat sich herausgestellt, es gibt dort keinen Bazar, sondern die Fehler sind hausgemacht gewesen. Also damit wird auch eine europafeindliche Stimmung erzeugt, die ja eh nicht so wenig Anhänger hat in Österreich. Also Skeptiker gibt es eh genug. Und das ist... Und sich dann an die Seite der Visegrad-Staaten stellen und dann denen muss man auch Recht widerfahren lassen, die darf man auch nicht ungerecht behandeln. Das sagt der österreichische Kanzler über Orban und Kaczynski. Also, was das soll, weiß ich nicht. Also, ich würde sozusagen, es gibt ja noch einen Aspekt dabei, weil so düster es ist, so jämmerlich ist es ja zugleich, weil es ja nie etwas mit Leadership zu tun hat. Ja? Es ist ja immer so ein bisschen, gib den Affen Zucker, das heißt bestärke Meinungen, die es eh schon gibt, und zwar die unsympathischeren Meinungen, von denen die es eh schon gibt. Ja? Aber kaum wird irgendwas ein bisschen unpopulär, trauen sie sich ja eh nicht. Ja? Also das ist ja das Interessante. Also zum Beispiel jetzt, wenn Sie feststellen, es gibt 20% der Bevölkerung, bei denen Impfen irgendwie unpopulär ist, weil man hat ihnen irgendwas erzählt und die FPÖ ist auch da, dann trauen sie sich ja nicht mal Leadership zu zeigen, um eine Impfkampagne zu machen. Seit 4 Monaten hat man von der türkisen Seite der Regierung in diese Richtung nichts mehr gehört. Also Macron hat einmal gesagt, dem Kurz geht es ja nicht um den politischen Erfolg oder um Gestaltungswillen, dem geht es um die Schlagzeile nächsten Tag, die positive.
Wer hat das gesagt? Macron. Macron, so ist es gesagt. Ja, ja. Tut mir so bei diesen mhm. Debatten um, die, um diese Restrukturierung der Südstaaten. Ah, ja. In diesem Zusammenhang, glaube ich, genau kann ich es nicht mehr sagen, aber ich glaube, es war damals. Und ich glaube, genauso ist es. Und ich denke oft an ein Interview mit Erhard Busseck. Busseck hat einmal in einem Fernsehinterview, als angesprochen wurde auf die Regierung Kurz und auf den Kurz gesagt, er weiß nichts. Er hat keine Ahnung. Er weiß gar nichts. Ich habe gedacht, schau, schau. Eine sehr deutliche Ansage, muss man sagen. Aber ich glaube, das ist so. Wobei man dazu sagen muss, ich muss jetzt leise korrigieren, es war kein Fernsehinterview, sondern es war eine Veranstaltung im Bund Sozialistischer Akademiker, wo es mitgeschnitten worden ist. Und ich glaube, der Busseck hat nicht gewusst, dass das jetzt aufgezeichnet wird. Ja, hätte er das gewusst, hätte er es nämlich nicht so gesagt. Ach, das war's nicht. Ja. glaube ich nicht, dass ich es so gesagt hätte, wenn er gewusst hätte. Aber es war genauso. Ich habe diese Sequenz ein bisschen verbreitet und die das aufgenommen haben und gesagt, kannst du es bitte wieder wegnehmen? Ja, das war eigentlich nicht der Plan. Aber gut. Um diesen Komplex. Diese Fernsehdiskussion vor der deutschen Wahl, diese Triell-Veranstaltung angesehen. Und haben wir gedacht, kann sich jemand vorstellen, dass unser Kanzler an dieser Diskussion teilnehmen muss? Ja, und nochmal Ärger: Wäre es so eine Diskussion in Österreich, würde dort dann oder Kickl stehen? Und dann kann man sich circa vorstellen, wie das politische Niveau dieser Debatte ist, während man sich das deutsche Triell angeschaut hat, wo grundvernünftige Menschen grundvernünftige Dinge gesagt haben, wo nahezu jeder hat mal unterschreiben können, mit leichten Unterschieden. Und es natürlich auch ein bisschen fad war, weil was haben vernünftige Menschen zu vernünftigen Fragen schon für große Differenzen? Sie haben Positionen bezogen. Und bei uns habe ich oft den Eindruck, eine Worthülse jagt die andere. Licht am Ende des Tunnels, haben alle gehört. Endlich dichte Meldungen. Jetzt haben Sie sicher die Einvernahme des Bundeskanzlers mit dem Richter oder der Richterin, weiß ich jetzt gar nicht, gelesen zu dem Verfahren. Es wird gegen ihn ermittelt wegen dem Verdacht auf Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss. Als Jurist, wenn Sie das lesen, der protzige Bundeskanzler, der dann zurückschimpft und der Richter muss den ein bisschen einfangen, ist das normal? Also ich habe mir gedacht, der ist entweder gar nicht oder sehr schlecht beraten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein vernünftiger Anwalt zu so einem Verhalten rät. Die Frage ist nur, ob der beratungsresistent ist oder ob er so abgehoben hat und sich wirklich als der Erleuchtete sieht. Also es hat mich wieder erinnert daran, ich habe irgendwann einmal in einem Morgenschalal-Interview gesagt, die Türkisen haben den Eindruck, sie stehen über den staatlichen Institutionen. Die staatlichen Institutionen sind sozusagen für sie da. Und sie stehen aber drüber. Und die haben wieder nichts zu bestimmen und die haben sie nicht zu lenken und zu leiten. Und ich glaube, so denken sie wirklich. Sie haben jetzt am Anfang es ein bisschen psychologisiert und vielleicht ist das ja gar nicht so, keine falsche Spur, wenn jemand erst einmal viel Arbeit und viel Erfolg hat, hat also der Meinung, ja, ist ursuper. Dann wird er auch noch dauernd gewählt und hat ja natürlich permanent diese Bestätigung des Selbstbildes, dass er ein Wunderwutzi ist. Und dann gibt es Institutionen, die ihn kritisieren oder die ihn ins Bedrängnis bringen und von außen wird er kritisiert. Ja, dann wird der potzig. Dann denkt sie, ich bin ja eh so super, warum sind die alle gegen mich? Das ist ja vollkommen gemein und ich kann das irgendwie psychologisch nachvollziehen. Das ist jetzt eine nicht sehr politische Argumentation, gebe ich zu. Ja, aber muss ich gestehen, ich kann es vielleicht auch nachvollziehen, dass man so reagiert. Nur wenn man mit Vernunft an die Dinge herangeht, müsste man eigentlich einmal selbstkritikfähig sein. Und so vielleicht wenn man ein gigantomanisches Selbstbild hat, ist das ein bisschen schwer. Ja, aber dann wird es gefährlich. Ja. Genau, dann wird es gefährlich. Und dieses Urteil will ich nicht abgeben, dass er dieses Selbstbild hat, weil ich bin kein Psychiater und auch kein Psychologe, aber wenn das so sein sollte, dann können wir uns auf einiges gefasst machen, sollte er wirklich angeklagt werden oder sollte er womöglich sogar verurteilt werden. Und auf was? Und auf was?
Können wir uns gefasst machen? Also wenn wir uns auf was gefasst machen müssen, dann ist es ja vielleicht gescheitert, also das vorher zu wissen. Der Ton wird noch rauer. Ja. Also ich glaube nicht, dass die in so einem Fall klein beigeben, sondern es wird noch heftigere Angriffe auf die Justiz geben. Mal schauen. Oder sie sagen, naja, dann bin ich halt angeklagt. Dann, naja. bin ich halt verurteilt. Dann bin ich ja verurteilt, der Kanzler. Hat es noch nie gegeben, bin ich der Erste. Also das würde mir Respekt abbringen. Mhm. Wenn jemand so cool ist und sagt, okay, Gerichte machen auch Fehlurteile, das ist eins, ich trage das wie Jesus das Kreuz und sowas. Also der tragt es sicher, das Problem ist ja dann eher, dass der Koalitionspartner das vielleicht anders sieht. Ne? Warten wir auf. Ja. Ich glaube nicht, dass sie so reagieren. Ja. Das glaube ich nicht. Also bevor es nur so weit ist, werden die mit allen Kanonen auf die Justiz schießen? Ich denke ja. Also durch ihren bisherigen Verhalten ja. Und damit auch auf alle anderen Kritiker. Irgendwann einmal bröselt es ja, dann bricht es ja und es wird dann, also irgendwann ist man Ungarn. Ne? Naja, ich habe Zeitungsbericht in Erinnerung, da hat man den Betreiber des Café Landmann, der sich öffentlich beklagt hat über, dass die Förderungen zu spät kommen oder gar nicht kommen und mehr versprochen wird. Und dann gab es massive Drohungen aus dem Tourismusministerium, hat er selbst in die Medien gebracht. Bitte, was ist das für ein Umgang? Mhm. Und ich habe den Eindruck, aber das sage ich jetzt wirklich nur, weil es wirklich glaubt. In der ÖVP ist dieses Selbstbewusstsein, man ist sozusagen die geborene Regierungspartei. Und alles andere, wenn man nicht dabei ist, ist dieser Betriebsunfall sehr stark ausgeprägt. Ich habe zum Beispiel jetzt jahrzehntelang immer wieder Kontakt mit Journalisten. Und ich bin allen Parteien schon auf die Nerven gegangen. Allen. Auch der ÖVP. Aber die einzigen, die mir wirklich auf eine unangenehme Art zur Rede gestellt haben oder attackiert haben, war die ÖVP. Das haben die Freiheitlichen nie gemacht, die waren immer höflich. Das haben die Grünen schon gar nicht gemacht und die SPÖ hat vielleicht einmal der Chapa angerufen, Herr Professor, ist das wirklich notwendig? Geht das nicht anders? Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht anders. Und dann haben wir wieder normal miteinander gesprochen. Und was ist das Unangenehme bei der ÖVP? Was passiert also, da? Vielleicht, wenn Sie schon so andeuten, vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr andeuten. Ja. Zwei Beispiele. In der Presse lese ich, das weiß nicht wann das war, 10 Jahre mindestens, wenn nicht länger, in einem Artikel, da habe ich irgendeine Meinung geäußert, die der ÖVP nicht gepasst hat, hat ein ÖVP-Funktionär gesagt, ja, der Meier, das wissen wir eh, der war in den letzten von 20 Fällen, wo er gefragt worden ist, war er 19 Mal gegen die ÖVP. Habe ich dann zurückgeschrieben, also die haben Stricherlisten offenbar, also sie führen, wie oft ist der Meier gegen die ÖVP? Ja, gut. Okay. Ja. Gut, das ist sozusagen die Delegitimierung des Kritikers auf einer Ebene, die nichts mit der Kritik zu tun hat. Das ist man von der ÖVP gewohnt. Ja. Die werden wahrscheinlich auch sagen, der rote Meier oder dann der grüne Meier, weiß ich nicht. Der rote. Ja. Ich habe jetzt einmal beim Laufen einen älteren Herrn getroffen, der sich dann vorgestellt hat, als ehemaliger ÖVP-Abgeordneter, hat gesagt, wenn ich Sie im Fernsehen sehe, denke ich mir, jetzt spricht die SPÖ. Mhm. Habe ich gesagt, sagen Sie das der SPÖ, ich glaube, die weiß das nicht, dass ich für sie spreche. Ja. Die haben Pressesprecher, aber dass sie mich auch haben, glaube ich, weiß ich nicht. Aber er war dann sehr nett und wir haben uns dann ganz gut unterhalten können. Aber ein Beispiel, das schon länger zurückliegt, geht in die Zeit von Strasser, also der ehemalige Innenminister. Da hat mich eine Journalistin, ich glaube vom Standard, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, das Innenministerium plant diese und jene Maßnahmen. Ich weiß nicht, was das war, irgendwas im Fremdenrecht, glaube ich.
geht das? Ich habe gesagt, nein, das ist verfassungswidrig, das geht ganz sicher nicht so. So kann man das nicht machen. Und die schreibt das und dann sitzt sie einen Tag später mit meiner Frau beim Mittagessen in einem Restaurant, ruft mir jemand am Handy an, stellt sich vor als Kabinettsmitarbeiter vom Strasser und sagt, was ich mir da eigentlich überlegt habe bei dem Ganzen, wie das sagen kann. Und ich gesagt, weil das so ist. Hat er gesagt, aber das stimmt ja nicht, was die Journalistin gesagt hat. Da habe ich gesagt, dann müssen Sie mit der reden, nicht mit mir. Also das war ein ausgesprochen unangenehmes Gespräch. Und dann hat er gesagt, dass er das nächste Mal soll ich, wenn ich über das Innenministerium rede, bei ihm Rückfrage halten, darauf ich mich aufgehe. Das war nur einmal davor, aber das war, das Kabinett Strasser war ja nicht unbekannt für eher rüde Methoden, aber das war schon herb. Und ich habe das jetzt zuerst gar nicht so ernst genommen. Ich habe gedacht, man muss mit dem sachlich reden. Ich will ihm das erklären, aber das wollte er gar nicht wissen. Ich habe gesagt, das war nicht so. Und das nächste Mal so infragen. Jetzt, wenn man das von der Anekdotischen weggibt, Sie haben es ja auch schon gesagt, die ÖVP sieht sich an als die natürliche Regierungspartei und damit gehört ihr das und alles andere ist eher Betriebsunfall der Geschichte. Das ist jetzt natürlich auch etwas, was... Ich will nicht verallgemeinern, ja, aber die Kerntruppen der ÖVP, glaube ich, die sind... Aber meine Frage wäre in die Richtung der Verallgemeinerung, nämlich auch sogar über Österreich hinaus, nämlich dass selbst Konservative, denen man das nicht zutraut, letztendlich dieses Gen haben, ja, wir sind eigentlich die genuine Regierungspartei und damit da kein Unfall passiert, ist uns eigentlich alles erlaubt. Wissen Sie, warum man das, ich da jetzt frage, ich erinnere mich an die Ära Kohl mit seinen schwarzen Kassen, der das ja total legitimiert hat letztlich damit, dass er die schwarzen Kassen braucht, damit er den Wahlkampf gegen die Sozis gewinnt, weil sonst gewinnen die Sozis Wahlen und dann kommen die Sozis an die Macht und das muss man ja verhindern, das muss doch jedem einsehbar sein. Ja. Ist ihm aber nicht jedem einsehbar, sondern nur einem Konservativen. Da habe ich mir schon gedacht, bei jemand wie dem Kohl, der ja jetzt nicht nur der Kohl war, sondern der Parteivorsitzende dieser sehr gemäßigten Christdemokratie, von der man das Gefühl hatte, die hat irgendwie die Werte der Demokratie genauso internalisiert, wie es wir haben, ist man draufgekommen, haben sie nicht. Also kann ich mir schwer erklären. In Österreich kann ich mir das noch eher erklären, wenn wir jetzt so die politische Landschaft überlegen, wir sind ein sehr stark katholisch geprägtes Land, nach wie vor, glaube ich. Und das ist natürlich auch eine gewisse autoritative Komponente, die da mitschwingt. Und ich denke, vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass in der Partei dieses autoritäre Denken stärker verankert ist als in anderen Parteien. Wir diskutieren ja heute, wir haben diese Veranstaltung, wir lassen ja keinen Jahrestag aus, deswegen haben wir diese Veranstaltung gelegt zum 101. Geburtstag der österreichischen Bundesverfassung, die ja eben all diese Dinge regelt. Ja. War da ein Zwischenruf? Doch, 101 Jahre, glaube ich, sollen es morgen sein, wenn ich das richtig sehe. Und das ist ja eine interessante Frage im Hinblick auf das, was wir jetzt diskutieren. Ja, der Rechtsstaat ist das eine, die Demokratie ist das andere, die liberale Demokratie, die pluralistische Demokratie ist das andere. Das eine ist sozusagen, der erste Satz der Verfassung ist, dass Österreich ist eine demokratische Republik, das Recht geht vom Volke aus. Das heißt irgendwie, jeder würde sagen, die Mehrheit entscheidet, aber irgendwie ist es ja doch nicht nur die Mehrheit, weil die Mehrheit darf ja mit der Minderheit auch nicht alles tun. Ja? Also was ist eigentlich der Geist dieser Verfassung? Jetzt auch im Hinblick auf unsere Probleme, die wir da haben. Also wenn da eine Partei, die sagt, wir haben jetzt die Mehrheit von 50% plus eine Stimme, deswegen können sie auch nicht alles tun. Der Herr Professor Sturz hat ein Buch herausgegeben, das heißt Grundrechtsdemokratie. Das fällt mir in diesem Zusammenhang ein. Eine Demokratie muss auch für den Schutz der Minderheiten sorgen. Und zwar nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die politischen Minderheiten. Und das halte ich für ganz wesentlich und wichtig. Also die Grundrechte zu beschneiden oder die Minderheitsrechte im Parlament zu beschneiden, wäre eine ganz gefährliche Entwicklung. Und Hans Kelsen hat einmal geschrieben, im Wesen und Wert der Demokratie, das zentrale Instrument der Demokratie ist der Kompromiss. Mhm. Und jetzt gehe ich einen Sprung in die Gegenwart.
als die Vorsitzende der jungen ÖVP gewählt wurde, die, den Namen vergessen, hat sie... Haben wir alle? Wir haben alle den Namen vergessen? Ja, egal. Die hat ein Interview gegeben, gemeinsam mit einem anderen Funktionär der jungen ÖVP. Und die haben sich, sie haben gesagt, also sie sind die Jungen und sie wollen voraus. Und das geht so nicht weiter. Immer kommt nur ein Kompromiss heraus. Jetzt kann man sagen, ungebildet vielleicht. Oder es steckt wirklich eine Geisteshaltung dahinter. Also Kompromiss eher nicht. Eher allein entscheiden. Also da wird schön sichtbar, dass der Gegensatz von Kelsen und Schmidt, nicht? Kelsen, der die Demokratie als die Staatsform, die Frieden sichern, die ist, die sozusagen alle leben lässt, bezeichnet hat. Und Karl Schmidt, der ein Freund-Feind-Denken gepredigt hat. Und wer den Kompromiss verteufelt oder lächerlich macht, was eh oft genug passiert, aber wenn das junge Politiker sind, dann haben die nicht verstanden offenbar, was Demokratie heißt. Fürchte ich. Der Kompromiss ist ja generell nicht sehr hoch im Kurs. Also sozusagen, viele verbinden sofort das Wort faul damit. Der Kompromiss ist dann meistens faul. Ja, irgendjemand hat einmal gesagt, niemand brennt für den Kompromiss. Ja. Richtig. Ja. Ja. Niemand steigt auf die Barrikaden für Kompromisse. Aber und da ist eben die politische Bildung wichtig. Da meine ich jetzt nicht das Schulfach politische Bildung, sondern eine politische Kultur, die klar macht, was die Alternative zum politischen Kompromiss ist. Das parlamentarische Verfahren geht ja sogar von der impliziten Vorstellung aus, dass der Kompromiss zwischen zwei Ideen besser ist als die beiden Ideen, weil sozusagen Gesichtspunkte, die andere Seite noch gar nicht berücksichtigt hat, eingearbeitet hat, wird also sozusagen die Vorstellung, dass der Kompromiss nicht verwässert, sondern eigentlich was Gescheiteres produziert. Ist nicht immer so. Ist nicht immer so, ja. Ist nicht immer so. Ja. Aber ja, glaube ich schon. In vielen Fällen, das erlebt man ja selbst auch, wenn man gezwungen ist, Kompromisse zu schließen. Das an der Uni öfter. Oft hat sich herausgestellt, durch das längere Diskutieren und Meinung und Gegenmeinung abwägen, kommt was Gescheites raus. Was Besseres, als man selbst geglaubt hat und auch was Besseres, als der andere geglaubt hat. Und ja, das ist der Konsens dann. Bitte? Das ist der Konsens dann. Ja, das ist der Kompromiss. Na, das muss nicht der Konsens sein. Das, jeder gibt nach ein bisschen und findet eine Lösung, die in der Mitte liegt oder mal stärker auf einer Seite. Und erfahrungsgemäß, wenn es gelingt, in schwierigen Fragen Kompromisse zu schließen, sind ja alle Beteiligten glücklich. Es ist ja selten so, dass wenn wirklich in einer wichtigen Sache ein Kompromiss zustande kommt, dass die einen sagen, na, jetzt haben wir nachgehen müssen oder haben wir einen Tisch gezogen. Das kommt schon vor. Aber sehr oft, und ich habe das sehr oft erlebt, dass man auch so in politischen Debatten dann gefunden hat, okay, das war jetzt, war gut, dass wir geredet haben. Sie haben gerade Kelsen angesprochen aus diesem legendären Werk, wie hieß es nochmal? Vom Wesen und Wert der Demokratie. Auch da gibt es den Satz, oder sozusagen Pflichtlektüre. Diskutiert darüber, über die Frage, er spricht von der Spannung zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Ordnung. Ich glaube, es ist da draus. Ja. Das ist ja ein sehr, sehr aktuelles Thema im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen. Viele Menschen sagen, das ist Grund, was da passiert, was man uns befiehlt, das, unsere Grundrechte werden eingeschränkt, auf welcher Basis passiert das überhaupt? Und das ist ja eigentlich sozusagen quasi, da sehen wir ein schönes Beispiel für diese Spannung zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Ordnung. Was antworten Sie darauf? Sind das Grundrechtseingriffe? Wenn ja, ich meine, es ist ein Grundrechtseingriff, dass ich jetzt geimpft sein muss, damit ich in die Nachtgastronomie. Ist es überhaupt, gehört zu meinen Grundrechten, dass ich in die Bar gehen kann, nach Mitternacht oder nicht? Und wann sind Eingriffe in so ein Grundrecht legitimierbar? Es kann keine Freiheit ohne Schranken geben. Das kann es nicht geben in einer Demokratie. Eine Demokratie braucht Solidarität der Bürger. Und Solidarität bedeutet auch, dass man in bestimmten Fällen
auf sein Grundrecht verzichten muss im Interesse der Allgemeinheit. Zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, Enteignung. Eigentum ist ein wichtiges Grundrecht, ein klassisches liberales Grundrecht, wichtig. Aber in bestimmten Fällen muss es möglich sein, dass der Staat eingreift in ein Grundrecht. Wenn man Verkehrsverbindungen bauen muss oder wenn man ein Spital bauen muss oder was immer. Ja? Und daher haben auch die meisten unserer Grundrechte einen sogenannten Gesetzesvorbehalt. Das heißt, der Staat darf eingreifen, aber nur im öffentlichen Interesse. Also man kann ein Grundstück enteignen, wenn man eine Eisenbahn oder eine Straße bauen muss oder ein Krankenhaus oder irgendeine Sozialeinrichtung, aber nicht, dass sich der Bürgermeister eine schöne Villa bauen kann. Also dafür geht es nicht, aber wohl im öffentlichen Interesse. Und die Menschenrechtskonvention, die sehr umfassende materielle Eingriffsvorbehalte hat, zu fast allen Grundrechten, mit wenigen Ausnahmen, sagt, ein Eingriff muss erstens in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein. Das heißt, da kommt schon der Gedanke zum Ausdruck, die Demokratie verlangt manchmal von dir Bürger Solidarität. Und du musst einen Eingriff hinnehmen. Da muss notwendig sein, um ein legitimes Ziel zu erreichen, und er muss maßhaltend sein. Natürlich darf nicht mehr eingreifen, als das notwendig ist. Und das ist völlig verloren gegangen. Und ich muss sagen, am Anfang dieser Pandemie habe ich mich zum Teil auch über den Florian Klenk sehr geärgert. Weil das Erste, was ich von ihm gelesen habe, war das Geschrei, unsere Grundrechte. Wo sind unsere Grundrechte? Jetzt haben wir gesehen, in Italien müssen es die Leichen stapeln, weil sie nicht mehr wissen, wohin damit. Bei uns kommt das Ganze auch. Und da denkt er als Erste an seine Grundrechte, dass Grundrechte eingegriffen wird durch Maßnahmen. Ich bin schon der Meinung, man muss sehr vorsichtig sein bei Grundrechtseingriffen. Die müssen befristet sein, die müssen gerechtfertigt werden können immer, und das muss immer maßhaltend sein. Alles okay. Aber irgendwie ist, glaube ich, da in der Gesellschaft der Gedanke verloren gegangen, der Solidarität, der notwendigen Solidarität, damit diese Demokratie nicht zerbricht. Aber jetzt würden gerade, sagen wir mal, Corona-Maßnahmen-Kritiker, die nicht vollkommen verrückt sind, aber ein bisschen vielleicht schon, würden sagen, ja, aber das ist der Punkt, es ist nicht notwendig. Und es gibt ja wahrscheinlich eine Graustufe, wo man sagt, wir wissen gar nicht, ob es notwendig ist, weil wir leben in einer Welt der Ungewissheit und man muss entscheiden, obwohl man noch nicht genau weiß, was jetzt notwendig ist, was nicht notwendig ist. Das ist eine ganz schwierige Frage. Juristisch segelt das Ganze unter dem Schlagwort der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Ist es wirklich notwendig, so einzugreifen in ein Grundrecht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Und da hat der Verfassungsgerichtshof, glaube ich, eine sehr richtige und wichtige Judikatur entwickelt. Er hat gesagt, ein Grundrechtseingriff muss legitimiert werden. Das heißt, wenn der Gesetzgeber oder auch der Verordnungsgeber aufgrund des Gesetzes Beschränkungen verhängt, dann müssen die mit fachlichem Substrat unterlegt werden. Zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen und so, Masken und so weiter. Da hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, wenn der Verordnungsgeber oder wenn die Regierung solche Verordnungen erlässt zum Gesundheitsschutz, dann braucht es Sachverständigenmeinungen, die müssen dokumentiert sein im Akt, und aus denen muss ableitbar sein, dass das wirklich notwendig ist. An sich nichts Besonderes in der Juristerei, dass man auf Sachverständige hören muss und Maßnahmen orientiert an Fakten. Und diese Judikatur, die Sie da jetzt angesprochen haben, ist wichtig und hat auch manchmal die Grenzen aufgezeigt. Man hat gesagt, jetzt wurden da Maßnahmen verhängt, ohne, ich glaube, die Verordnung, glaube ich, des Bildungsministers oder so, ist eine der ersten, die so aufgekommen worden sind. Das Ministerium konnte keine Akten vorlegen und konnte keine Gutachten vorlegen und keine fachlichen Grundlagen darstellen, warum sie so gehandelt hat. Da hat das aufgekommen, schon allein aus dem Grund. Vielleicht waren sie gerechtfertigt, aber es muss dokumentiert werden, und es müssen vor allem diese Meinungen auch
eingeholt werden. Und zwar auf möglichst breiter Basis. Und wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, irgendeine Maßnahme ist nicht notwendig, dann muss ich sagen, ist das Hybris. Mhm. Es ist extrem schwierig, glaube ich, in der Situation, oder am Anfang ganz besonders schwierig, zu beurteilen, was kommt eigentlich auf uns zu. Diese Epidemie hat ja niemand gekannt. Dieses Virus hat ja niemand genau gewusst, wie das reagiert. Ob das wie eine Grippe geht oder ob das wesentlich ansteckender ist, das wurde dann schon nach und nach wurde das sichtbar. Und letaler vor allem, ne? Also letaler vor allem, ja. Und dass der Gesetzgeber dann sagt oder der Verordnungsgeber sagt, ich will auf der sicheren Seite sein. Ich verordne schärfere Restriktionen, vielleicht sind die nicht unbedingt notwendig, aber eher. Mhm. Dann steht er auch auf der sicheren Seite juristisch, denn der Staat ist verpflichtet, die Gesundheit der Bürger zu schützen nach der Menschenrechtskonvention, Artikel 2. Also er darf nicht nur nicht töten und nicht entwürdigen und foltern und was weiß ich, sondern er muss auch dafür sorgen, dass die Menschen nach Möglichkeit nicht krank werden und geschützt sind. Und daher kann das manchmal überzogen sein. So wie eine Verkehrsbeschränkung von 30 Stundenkilometer vielleicht manchmal überzogen ist, da würden es 40 auch tun. Oder 50. Ja, ist so. Ja. Aber wenn Sachverständige sagen, bei 30 ist man auf der sicheren Seite, bei 40 oder 50 könnte es gefährlich werden, ja, dann muss die Behörde halt entscheiden irgendwo. Man muss begründen, warum sie so entscheiden. Ich finde das ganz richtig und auch wichtig. Und das haben wir ja auch festgestellt, dass das. Und wenn sich dann aber Leute hinstellen und sagen, das ist alles nicht notwendig, das ist alles ein Blödsinn, dann ist das Hybris. Ja. Dann behaupten sie, sie sind gescheiter als alle Virologen und Epidemiologen, die wir haben und alle Mediziner, die sich Jahrzehnte damit beschäftigen. Und ich muss sagen, das ist mir wirklich unverständlich. Ja. Also wenn ich Krebs kriege, frage ich nicht Nina Paul und Herbert Kickl, was ich tue. Ja, nicht, ne? Ja. Danke, Heinz Mayer, für dieses Gespräch. Wir haben jetzt fast länger gesprochen hier am Podium, als ich das vorgehabt habe. Aber wir sind so von einem ins andere gekommen, sodass ich ein paar Sachen auch weglassen wollte. Ich danke Ihnen für das, was wir bisher hier besprochen einen haben. Einen Punkt würde ich noch gerne ansprechen. Ja? Ja. Den haben Sie mir zuerst versprochen und jetzt nicht gehalten. Volksbegehren. Oh, ja, ich bin so deppert. Ja. Ich muss Werbung machen. Ja, 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 bitte. Ja. Es gibt jetzt Antikorruptionsvolksbegehren. Das sage ich Ihnen ganz kurz, wie das entstanden ist. Am Palmsonntag hat die Regierung, das Innenministerium, vorgelegt einen Gesetzentwurf, mit dem die Strafprozessordnung ergänzt werden sollte durch einen Paragraphen 112a. Und der hat vorgesehen, dass Beschlagnahmen und Sicherstellungen in öffentlichen Ämtern nur mehr dann möglich sind, wenn sich der Verdacht gegen den Behördenleiter richtet. Das bedeutet nicht mehr, die Staatsanwaltschaft kann nicht in eine Abteilung hinein und dort was beschlagnahmen. Das war rein zufällig wahrscheinlich im engen zeitlichen Zusammenhang mit den Blümel-Chats, die da ausgewertet wurden. Was mich sehr, sehr irritiert hat bei dem Ganzen war, dass auch die Opposition relativ lahm war. Also die ersten, die, glaube ich, laut gesagt haben, das geht sicher nicht, waren die Neos, dann die SPÖ, dann ist auch die FPÖ gekommen. Aber es war insgesamt der Widerhall sehr gering. Und ich habe dem ORF ein Interview gegeben, wurde am Vormittag vereinbart, am Palmsonntag, und am Nachmittag ist der Journalist gekommen und hat gesagt, sehen Sie es noch immer so streng, wie wir das im Vorgespräch gesagt haben? Und ich gesagt, ja. Und er hat gesagt, ja, wir haben jetzt im Kabinett des Innenministers gesprochen, die haben gesagt, das ist ja nur die Umsetzung einer Resolution des Nationalrats und einer Entscheidung des Oberlandesgerichts. Gesagt, das stimmt nicht. Er hat gesagt, nee, aber das Kabinett der Innenministerin sieht das auch so. Bleiben Sie bei Ihrer Meinung? Und ich gesagt, ja. Und das hat aber bewirkt, das Kabinett der der Justizministerin, dass die das auch so gesehen haben, dass das Thema fast aus den Medien draußen war. Und das ist dann nur wieder gelungen, weil da, ich glaube, zwei oder drei Strafrechtler im Mittagsjournal am nächsten Tag ein Interview gegeben haben und
das mit aller Deutlichkeit gesagt haben, das, dann hört sich die Korruptionsbekämpfung auf im öffentlichen Raum. Also das geht nicht. Mit Amtshilfe muss man dann vorgehen. Wer ein bisschen Ahnung hat von der Verwaltung, weiß ja, wie das funktioniert. Wenn Sie beim Bezirkshauptmann um Amtshilfe ansuchen, ist das Nächste, was der tut, ist den Landesamtsdirektor anrufen oder den Landeshauptmann oder den zuständigen Landesrat und sagt, was ist da? Na, und dann wird er erfahren, was zu sein hat. Und Sie können ja Amtshilfe kaum durchsetzen. Also das ist ja, dann ist vorbei. Dann ist die Korruptionsbekämpfung im öffentlichen Raum erledigt. Haben übrigens auch dann die Staatsanwälte und die Richtervereinigung so gesehen. Mhm. Und das ist halt eigentlich. Und dieses Antikorruptionsvolksbegehren, das Sie ja mit einigen lanciert haben, das ist ja, hat ja jetzt mal sozusagen die klare Botschaft gegen die Zustände, die bei uns herrschen. Ja. Also das ist ja sozusagen halt ein großes Paket. Dieser Fall, den ich jetzt geschildert habe, war der Anlass, dass ich wieder mal mit Martin Kreutner telefoniert habe, den ich seit Jahrzehnten kenne, also 20 Jahren circa. Und dann haben wir gesagt, also, das können wir so nicht. Wir können jetzt nicht mehr schweigen, jetzt muss man was machen. Das ist ja wirklich dreist. Jetzt gibt es diese Hausdurchsuchung beim Blümel und jetzt rückt es der Regierung offenbar näher und jetzt rufst du das dran einfach ab. Das machen wir nicht mehr. Das kann ja nicht sein. Mhm. Und so ist dann dieses Volksbegehren entstanden, haben überlegt, wer könnte da noch mittun, dann Fiedler und den Michael Ickrath und Frau Illek, also sind dann einige Leute, von denen wir gewusst haben, die tun da sicher, die Irmgard Gries, die tun da sicher mit und die haben wir, innerhalb von wenigen Tagen waren wir ein Team von 10 Leuten. Mhm. Und wir haben das dann vorbereitet. Ja. Jetzt ist ja Korruption in Österreich sowieso verboten. Genau, und ein Volksbegehren muss ja ganz konkrete Forderungen haben. Zwei, drei Beispiele, worum es da auch geht. Natürlich geht es um die Botschaft auch, die man sendet. Eine nachhaltige Sicherung der Unabhängigkeit der Justiz und der Ermittlungsbehörden. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ein gewisses Maß an Unabhängigkeit hat, dass die, wenn sie zum Beispiel Durchsuchungen durchführen will, muss sie sich der Kriminalpolizei bedienen. Die Staatsanwälte sagen, das Erste, wenn wir die Kriminalpolizei in Anspruch nehmen, denen mitteilen, morgen in der Früh dort eine Hausdurchsuchung, das Erste, sie berichten ans Ministerium und ans Kabinett. Und dann sind viele Maßnahmen zum Schmeißen. Also das funktioniert so nicht. Und daher glaube ich, dass das kann nicht nur sein, dass man diese Staatsanwaltschaften unabhängig kriegt. Man muss ihnen auch eine Exekutivgewalt dazugeben. Mhm. Eine beschränkte, so eine Art Justizpolizei. Ich weiß schon, dass das von vielen scheel gesehen wird, aber ich muss sagen, mir ist lieber die Justizpolizei als eine Polizei, die unter politischer Leitung steht. Mhm. Immerhin. Mhm. Unabhängiger Oberstaatsanwalt, oder wie das heißt, oder Generalstaatsanwalt ist drinnen und einige andere Forderungen auch. Ja. Das Absurde ist, die ÖVP hat gesagt, das unterschreiben wir. Also am Tag, an dem wir das Volksbegehren vorgestellt haben, hat der Bundeskanzler am Nachmittag gesagt, ja, da ist sehr vieles drinnen, was sehr, sehr beachtenswert ist und das gut ist. Und daraufhin haben alle anderen Parteien natürlich auch gesagt, ja, sie finden das auch alles gut. Und daraufhin haben wir gesagt, also okay, jetzt machen wir die Feuerprobe und haben 72 Fragen ausgearbeitet, die sich sozusagen aus unserem Volksbegehren ergeben und haben die an die einzelnen Parteien geschickt. Also, ihr seid dafür, für dieses Volksbegehren, jetzt haben wir 72 Fragen. Da könnte man einiges gleich umsetzen, schon im September. Zum Beispiel, dass man die Beweismittelunterdrückung auch im Untersuchungsausschuss für strafbar erklärt, dann Parteienfinanzierung und so weiter. Wieder ganz rasch hat reagiert, haben reagiert die NEOS, dann die SPÖ. Zustimmung war bei beiden Parteien über 90%. Also 90% der Fragen haben gesagt, jawohl, ist in Ordnung, machen wir so. Die FPÖ mit etwas Verzögerung und etwas weniger, aber das liegt wieder zum Teil daran, wenn man fair ist, muss man sagen, die wollten zum Teil noch strengere Vorschriften. Und ganz zum Schluss die ÖVP,
die ÖVP hat, glaube ich, in 2 oder 3 Fällen gesagt, ja, sonst schauen wir mal. Muss man drüber reden. Und schauen wir mal, wir wissen, was das in Wien heißt. Das kannst du vergessen, nicht? Und dann haben alle die Parteien alle ein Begleitschreiben geschickt und haben erklärt ihre Haltung zu dem Ganzen. Die ÖVP, und ich muss das jetzt zitieren, weil das war Frotzelei, oder ich habe das so empfunden, sagt also, sinngemäß jetzt, ja, ich habe das jetzt nicht, aber Sie können es auf der Homepage nachlesen. Eigentlich, wir als Partei haben mit dem nichts zu tun, weil unsere freigeordneten, gewählten Abgeordneten entscheiden, so wie sie das für richtig halten. Aber wir glauben schon, dass da einiges unterstützt wird. Also, was denkt man sich als Kenner der politischen Vorgänge, wenn eine Partei wie die ÖVP jetzt in der Situation sagt, als Partei gehen wir da nicht auf unsere Abgeordneten zu, die wissen schon, was richtig und falsch ist. Also das war wirklich eine blanke Frotzelei an zwei eine aufgelegte, das freie Mandat so zu missbrauchen oder versuchen, das zeigt schon von großem Selbstbewusstsein. Ja, Dreistigkeit ist Ihnen nicht fremd. Jetzt bin ich aber endgültig bei der Stelle, wo ich mich bedanke für diesen Part des Gesprächs und Ihnen an den digitalen Endgeräten, dass Sie bei uns hier uns so lange zugehört haben. Und von Ihnen an den digitalen Endgeräten verabschiede ich mich hier jetzt. Ich mache das also jetzt so wie der Armin Wolf in der ZIP2 und sage sozusagen, die Zuseher von Dreisat können nicht schlafen gehen. Das gibt uns die Möglichkeit, hier jetzt das Publikum zu involvieren mit ihren Fragen, Anregungen, Anmerkungen, Widersprüchen. Und ich werde jetzt nur mal die Wortmeldungen verteilen. Ja,